So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2, das letzte Mal haben wir festgestellt, dass es gar nicht mehr so günstig ist, in der neuen Wohnung aufzunehmen. Gerade wegen dem Popschutz, der noch fehlt. Also es wird sich ein bisschen komisch anhören und teilweise hört man mehr Rauschen, als es man sollte. Aber das kommt wieder. Das wird wieder besser. Sobald ich den Popschutz wieder habe. Und wir können nicht Multiplayer spielen, haben wir auch festgestellt. Und dann haben wir gesehen, dass Trakes das Level hochgeladen hat, wo ich meine Idee eingebracht hatte, dass man, habe ich ja in dem Video vorher mal erklärt. Und hat er viel schöner umgesetzt, als ich es mir gedacht hätte. Also, toll. Jetzt spielen wir zwei Level von Alina. Die hat auch wieder was hochgeladen, was mich sehr freut. Weil Alina Level spielen ist auch immer schön. Oh, auch hier, guck mal. 4 optionale Red Coins. Red Coins make Boss Light Boss Fight easier. Okay, let's go. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Level vor uns, in dem wir auch mehrere Wege spielen können. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie sich die Wege unterscheiden. Halt. Oh. Okay. Wir haben einmal einen Rot. Okay, da können wir aber noch nicht rein. Ach so, nee, anders. Was? Ach, ich kann nicht Spin Jump. Guten Morgen. Anders. Es ist. Die Wege sind optional, insofern, dass man die roten Münzen ja nicht braucht. Jetzt habe ich es verstanden. Ups. Okay. Versuch mal, mich oben rum zu halten. Achso, weit geht gar nicht weiter oben rum. Ah, ich bin wieder unten. Okay. Oh. Komm du mal mit. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Oh, da ist eine. Okay. Gut, die haben wir. Die Sache ist natürlich, wenn man eine sammelt, muss man alle sammeln, weil. Sonst bringt es ja nichts. Jetzt kann ich ihn hier umstellen. Da ist der Boss. Okay, wir gehen mal in den Boss. Ah, ich verstehe. Wenn ich sie nicht sammle, dann bekomme ich hier... Kann ich hier einfach reingehen. Wenn ich sie sammle, bekomme ich einen Stern und einen Schutz. Dann gucken wir uns den Bossfight mal ohne an. Ist das wieder Deko. So, und jetzt hätte ich eigentlich einen Stern. Und einen Hut. Und jetzt muss ich abwarten, bis der Block hier durchläuft. Ja, gut. Okay, also, du hast da einen toten Winkel, sag ich mal, was den Bosskampf angeht. Deswegen, so viel einfacher machen es jetzt die roten Münzen nicht. Aber, wir wollen natürlich alles sehen. Also, die roten Münzen machen es deswegen nicht so viel einfacher. Es geht schneller, das ist wichtig, es geht schneller. Ich kann nicht Spin-Jumpen, wann lerne ich das denn? Aber einfacher geht's nicht, weil man kann einfach... Ja, man kann es hier einmal treffen lassen, den Pilz kriegt man ja sowieso am Anfang. Und dann... Oh mein Gott. Guten Morgen. Und dann... ich kann gerade nicht reden, ey, es ist unfassbar. Und dann, ich habe den Satz angefangen. Ich bin raus. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, man kriegt eh den Pilz. Ah ja, dann kann man sich einmal treffen lassen und dann kann man eben da unten in der Ecke warten. Wie ich es gemacht habe. Okay. Gib mir den.
Ah, das ist gar nicht der Flügelschuh. Da ist eine. Okay. Von so einem fallenden Ding mit einem Schuh abspringen ist interessant. Das ging gerade nämlich nicht. Weil ich wahrscheinlich gerade in dem Moment den Pixel in der Luft war. Aber irgendwie ist dieser Block hier hinten. Aha. Mysteriös. Ich wollte es gerade noch sagen. Also, um es nochmal klar zu machen. Die Mühen, die man auf sich nimmt, um sich den Bosskampf zu vereinfachen, sind am Ende viel schwieriger, als der Bosskampf ohne Münzen ist. So, das war, was ich sagen wollte. Okay. So, jetzt kann ich die erste rote Münze speichern. Hey! Und hiermit komme ich wieder zurück, ja? Ah, hier komme ich raus. Verstanden. Und jetzt hole ich mir hier unten die rote Münze und dann haben wir... Also, alles cool gebaut, ne? Gar keine Frage. Lediglich die Belohnung der roten Münzen. Ein einfacher Bosskampf, das haut halt nicht ganz so hin. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, diesmal springe ich einfach so ab. Dann komme ich nämlich hier oben in die Röhre rein, die haben wir schon mal gesehen. Und die führt dann wieder zu dem Zwischenpunkt. Dachte ich. Ja, tut sie. Und hier kann ich jetzt wieder... Oh. Oh Mist, ich kann das nur einmal machen. Oh Mist, ich müsste das eher bei zwei Münzen oder so sparen. Schlecht gemacht von mir. Schlecht gemacht von mir, okay. So, hier haben wir noch einen Alternativweg gesehen. Jetzt mal den mit. Yo! Mach mal nicht. So, da ist nix. Aber da ist auch nichts. Vielleicht höher springen. Ah, da ist doch was. Okay. Hä? Was ist das denn? Ach so! Ich dachte gerade schon, hä? War komplett verwirrt, aber dann kommt ein Piece-Switch raus. Okay, und jetzt komme ich wieder in den Zwischenpunkt zurück. Und jetzt muss ich noch die rote Münze holen, die wir eh schon hatten. Also, wären die roten Münzen Pflicht, wäre es komplett super gut durchdacht. Dadurch, dass sie halt, ich sag mal, eine Vereinfachung des Levels bieten, die keine echte Vereinfachung ist, sind sie in dem Sinne nicht notwendig, aber wie gesagt, ihr seht's ja selber, vom Aufbau her ist das alles richtig gut gebaut. So, und jetzt kann ich mir den Stern und den Hut holen. Was ich nicht ganz verstehe, wofür habe ich noch den Hut, wenn ich eh mit dem Stern den Bowser ja wegplatzen lasse? Vor allem, ich muss ja trotzdem warten. Es geht gar nicht schneller. Es geht gar nicht schneller.
Was ich gerade... Wollte sie, dass ich irgendwie hier unten hingehe? Aber wie gesagt, ich kann hinter dem Bowser halt durch. Es geht gar nicht schneller. Man muss trotzdem auf den Block warten. Nein, man könnte... Was ist das hier eigentlich? Oh, das warten wir jetzt mal noch ab. Was ist... Ach, das ist die andere Seite. Das ist der gleiche Raum. Guten Morgen. Warum sind hier so... Kann ich da irgendwo rein? Nein. Okay. Ja, gut. Was man könnte mit dem Schlüssel, ist, man kann sich... Ohne dass man in die Bootsschlüsseltür reingeht, kann man dann gleich in die richtige Schlüsseltür reingehen. Na, weil bei Bowser rennt man ja sowieso durch. Was haben Sie für einen Weltrekord? 40 Sekunden. Welches ist denn die schnellste Strecke zu Bowser gewesen? Aber das Problem ist... Ich bin gerade irritiert. Weil... Ich sage euch gleich warum. Der mit den 40 Sekunden, der muss ja trotzdem... Ja, das ist auf jeden Fall nicht der schnellste Weg. Da habe ich... Nee, das ist... Das dauert ewig. Nee, das ist nicht der schnellste Weg. Der mit den 40 Sekunden muss ja trotzdem den Block abwarten. Das heißt, der muss... Spätestens nach... Keine Ahnung, 20 Sekunden oder so? Bei Bowser gewesen sein. Welchen Weg hat der denn genommen? Das geht doch gar nicht. Welche Abkürzung hat der gesehen, die ich nicht sehe? Also ich kann mir die schnellste Route schon vorstellen. Das ist die über die rote Münze bei den Plattformen. Das müsste die schnellste Route sein. Oh Gott, oh Gott. Aber... Hier durch, genau. Ja, das ist die schnellste Route. Gar keine Frage. Ja, ist alles egal. Na, das ist die schnellste Route? Aber trotzdem muss ich doch... Hier jetzt warten. Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts machen. Ich müsste die Pflanze irgendwie gekillt kriegen. Aber das meinte ich. Ich habe doch jetzt schon über 40 Sekunden, die ich hier sind. Ne? Man müsste noch viel schneller hierher kommen. Aber wie kommt man denn sofort hierher? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wie hat er das gemacht? Kommt man wirklich noch schneller hier hin? Wie viel schneller muss ich hier hinkommen? Müsste ich hier hinkommen? Ja, es sind 10 Sekunden. Ha. Mysteriös. Irgendeinen schnelleren Weg zu Bowser, aber ich wüsste nicht, jetzt über die Reihen. Es geht auch nicht schneller. Durch den P-Switch-Dings geht es auch nicht schneller. Es ist alles... Es muss dieser Weg gewesen sein und wahrscheinlich kann man da einfach irgendwo noch richtig viel sparen. Aber den Bowser-Kampf selbst kriege ich nicht schneller, weil ich muss auf den Block warten. Nur wenn ich einen Schlüssel habe, komme ich dahin. Nur wenn diese Pflanze stirbt. Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass die Pflanze stirbt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall interessant. So, swampen wir es mal. Das ist ein Rätsel. Kill all swamps, but be careful, you might need them before you kill. Ah, ja, ich verstehe. Twakes hat das in 2 Minuten 17. Das macht mir Sorge. Das macht mir große Sorge. Schauen wir mal. Aber wir haben ja noch Zeit. Wobei ich die Parts ja jetzt nicht zu lange werden lassen möchte, aus Gründen. Wieso nennen die das denn nicht einfach Swamp Aura und die Steinblock?
Gut, das Problem ist, es ist eine Zielbedingung. Also ich kann eigentlich gar nicht so viel breaken. Also den brauche ich auf keinen Fall irgendwann. Der kann gerne sterben. Ah. Hä? Oh nein, wie geht das denn? Ich dachte jetzt, ich werfe wieder dagegen, aber... Ach so, ich hätte... Oh, ich bin blöd. Ja, ich kann die nicht aufeinandersetzen, ne? Ah. Besser wird's nicht. Ah. Geht das oft genug, bis der hin... Ja, der geht hin. Okay, gut. Hilfe. Ah, ich hätte Block mitnehmen sollen. Und der stirbt auch von selbst. Tschüss. So, den kann ich nicht... Oh, den brauche ich. So. Aber jetzt nicht mehr. Dann kill ich den natürlich, dass dann geht die nach unten hier. Hat die jetzt damit gekillt? Ist der tot? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hoffe. Ja, der ist weg, okay. Ach nö. Verstanden, sagt dort, macht Quatsch. Wait, wo ist der jetzt hin? Oh no. Ah, wobei, das ist gar nicht mal so doof. Nein, jetzt habe ich... Oh. Ich muss es anders angehen. Ich habe es falsch gemacht. Aber das fährt nicht so hoch. Mist. Nein. Ich weiß schon, wie es gedacht war, aber ich wollte den Powerblock behalten. Nein, ich mach's schon wieder falsch rum. Nice. Timing. So, wie gesagt, ich wollte den behalten. Vielleicht kann ich mit dir was anfangen. Hä? Ach so. Ach so. Den Hammer kann ich direkt zerhauen. Hoch mit dir.
gibt's doch nicht. Bleib doch da, wo du bist. Dankeschön. So, 9 von 14. What? Ah ja. Wofür ist der? Hä? Oh, Scheibenhonig. Hast du mir eine Option gegeben, zurückzugehen zum Anfang? Und da kann ich mich hier nur umbringen. Ah ne, zurückgehen bringt ja auch nichts, wenn ich es verhauen habe. Ah, ich hab's verstanden, aber der ist jetzt halt tot. Zu spät verstanden. Kann ich das irgendwie breaken? Also nicht. Du müsst halt hier hochkommen. Yes! Oh. Wait. Da ist ein Schlüssel, okay. Ich wollte sagen, da fehlen doch aber dann drei Stück. Okay, Schlüssel, 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 Schlüssel. Was ist hier los? Hä? Gestorben. Null. Ich dachte gerade schon, hä? Okay, alles klar. Uiuiuiuiui. Ach, gut, dass du das nicht so hoch gebaut hast hier unten, sonst hätte ich ein Problem gehabt. Gut, dass du das nicht so hoch gebaut hast, aber sehr schön durchdacht. Also, fast sehr schön durchdacht. Bei so blöden, so blöde Tricks, die jemand wie ich halt macht, ist halt wieder doof, ne? Aber... Der Casual-Spieler kommt auf die Idee nicht. Sehr schön durchdacht. Ach ja. Gut. Ich würde mich mit kurzen Parts diesmal ja zufrieden geben, aus Gründen. Ihr wisst Bescheid. Deswegen schließen wir hier gleich ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.